Beckenschiefstand. Diesen Begriff kennen wir alle oder haben ihn vielleicht schon erlebt. Du auch? Wir zeigen dir in diesem Video eine Akuttechnik für eine Stelle, die das gesamte Becken beeinflussen kann und an die trotzdem nur wenige Behandler denken. Also förmlich ein Geheimtipp für dich. Ganz einfach und schnell für zu Hause. Das Becken ist schon eine sehr faszinierende Region, gerade wenn du an die Schwangerschaft oder die Geburt denkst. Oder auch heute, wo untere Rückenschmerzen, Hüftbeschwerden und andere Symptome in diesem Bereich unsere Gesellschaft stark beschäftigen. Hier zeigen wir dir jetzt eine einfache und schnelle Akuttechnik für dein Becken. Kommen wir zur Akuttechnik. Die ist ganz einfach. Du legst dich auf den Rücken und dein Partner sorgt dafür, dass du die Beine gut angestellt hast und legt die Hände außen an die Kniegelenke heran. Wir nutzen jetzt die Muskelfunktion der sogenannten Abduktoren außen, denn du versuchst, die Knie auseinanderzudrücken. Dein Partner hält außen fix, lässt das nicht zu. Du spannst 5 bis 7 Sekunden an und dein Partner lässt dann ruckhaft los, fängt dich aber wieder auf. Das Ganze unternimmst du 3-mal. Dann lässt du die adduktorische Muskulatur hier innen arbeiten und versuchst, die Knie zusammenzudrücken. Da kann dein Partner dann die Hand und den Ellbogen zwischen die Knie legen und dann ruckhaft loslassen. Meistens reicht das einmal, du kannst es aber auch 2 oder 3-mal durchführen, ähnlich von der Anspannung, wie ich es gerade gesagt habe, vom Außenbereich her, dass du es 5 bis 7 Sekunden anspannen lässt und dein Partner einfach sprunghaft, ruckhaft loslässt. Wir zeigen dir das einmal. Ich setze mich immer gerne dazu, halte die Hände außen und dann spannt Tobias die Knie auseinander. Ich halte gegen, lasse das nicht zu. Wichtig ist immer, dass ihr, wenn ihr liegt, weiter atmet. Ansonsten staut sich das Blut, ihr bekommt einen roten Kopf, aber insgesamt für euren Körper habt ihr nichts Gutes getan. Lasst ruckhaft los, fangt aber wieder auf. Das Ganze noch einmal. Und ein letztes Mal. Nun hat die abduktorische Muskulatur vorne am Schambein schon ein leichtes Auseinanderspreizen bewirkt. Du nutzt jetzt, gerade wenn ein Seitenunterschied bei einem Beckenschiefstand besteht, du nutzt jetzt die Anspannung der adduktorischen Muskulatur, die wirklich nah am Schambein ansetzt, um das Ganze wieder zu ordnen und zu fixieren. Sieht folgendermaßen aus. Jetzt spannt Tobias an. Meistens passiert dann während der Anspannung ein Knuck. Das ist auch oftmals für den Liegenden unangenehm. Und dann löst du. Wie gesagt, das Ganze kannst du auch 1 bis 3 Mal durchführen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Video einen Daumen hoch. Außerdem abonniere gerne unseren Kanal. Danke für deine Unterstützung und wir sehen uns dann im nächsten Video.